think I'm perfect. 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 Yo, servus Freunde, was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier zurück auf meinem Kanal. Und naja, was soll ich sagen? Ihr seht es im Hintergrund, ihr seht es im Titel und auch im Thumbnail. Motherfucking Fortnite für PlayStation 1. Also ich muss sagen, ich hätte das damals definitiv gezockt, wenn es das wirklich gegeben hätte. Das Ganze hier ist natürlich nicht real, das ist editiert von Bob Van Damme, was auch links oben in der Ecke steht, ist ein englischer YouTuber, der das hochgeladen hat. Deswegen gehen auf jeden Fall die Credits an ihn aus, weil ohne ihn wäre dieses Video nicht möglich. Wie ihr im Hintergrund seht, ist das mit der ganzen Grafik und so weiter extrem nice gemacht. Muss man auf jeden Fall sagen, für die PlayStation 1, das wäre auf jeden Fall ein extrem cooles Spiel gewesen für die Zeit damals. Und ja, ihr seht auch im Hintergrund, er ist auf Dusty Depot unterwegs, was er glaube ich auch ganz am Anfang einstellen konnte, da Dusty Depot rechts oben in der Ecke stande. Und ich denke mal, dass das relativ gut gemacht ist. Springen wir mal ganz kurz zu Fortnite aktuell. Und zwar die Battle Pass Lösungen, beziehungsweise jetzt ist ja die Season 6 am Start. Es wird auch bald Woche 2 kommen und ich lade auf meinem Kanal jede Woche immer rechtzeitig die Lösungen hoch. Deswegen lohnt sich es auf jeden Fall ein Abo dazulassen. Und ihr seht auf jeden Fall im Hintergrund jetzt schon der erste Fight, wie extrem komisch die Hitbox ist und so weiter. Aber das finde ich trotzdem alles extrem cool gemacht, da ja sozusagen das simuliert würde, wie das dann halt für die PlayStation ist. Und ihr habt gerade gesehen, Eliminated Ninja, dann geht der Gruß auf jeden Fall auch raus. Muss natürlich jetzt kleines Easter Egg im Video verpackt werden. Ja gut, wie gesagt, auf meinem Kanal findet ihr immer die Lösungen und so weiter zu Fortnite, auch Videos wie dieses hier und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr wisst mittlerweile, wie es läuft auf YouTube. Und also, wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und ihr seht auf jeden Fall jetzt im Hintergrund, wie er diesen editierten epischen Win holt. Was, finde ich, extrem interessant aussieht, da das für die PlayStation 1 theoretisch gemacht wurde. Also diese ganze Grafik noch nicht ganz so krass. Wie zum Beispiel, stellt euch mal vor, keine Ahnung, Mario Kart auf PlayStation 1 und so weiter. Extrem legendäre Spiele. Wenn Fortnite damals für die PS1 rausgekommen wäre, wäre das auf jeden Fall extrem interessant geworden. Also finde ich auf jeden Fall. Und ja, apropos PlayStation 1, alte Konsolen, alte Spiele, etc. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel damals war. Keine Ahnung, vielleicht auf der allerersten Xbox, vielleicht auf der allerersten PlayStation, was auch immer, oder Nintendo 64 und so weiter und so fort. Schreibt einfach in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel war, was eure Lieblingskonsole war und wie ihr findet, dass sich die ganze Lage so verändert hat zu heute. Weil ich fand, ganz ehrlich, damals ging es mehr um den Spaß als um den Tryhard-Modus sozusagen. Also ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, wenn man heutzutage extrem auf einen epischen Tryhardet oder was weiß ich, in FIFA zum Beispiel extrem reinschwitzt. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich muss dazu, denke ich mal, nicht ganz so viel sagen. Aber es würde mich, wie gesagt, sehr, sehr interessieren, was ihr damit so gezockt habt und auf welcher Konsole ihr gezockt habt. Also ja, schreibt es in die Kommentare. Was ich auf jeden Fall noch zu dem Season 6 Battle Pass sagen muss, ist, dass er mir auf jeden Fall extrem gefällt. Und das ist wirklich, finde ich, mit Abstand in letzter Zeit der beste Battle Pass bis jetzt ist. Und auch von den, wie soll ich sagen, von den Aufteilungen her, wie viele Sachen du in den Battle Pass bekommst. Und auch, wie sich die Map verändert mit dieser fliegenden Insel und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Hunde und die Tiere im Rucksack. Und keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall extrem viel getan von Season 5 zu Season 6. Weswegen ich jetzt Fortnite gerade eben wieder extrem feiere. Ich habe auch den ein oder anderen epischen für euch erspielt. Das wird, denke ich mal, auch die Tage noch auf meinem Kanal kommen. Also, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, ein Abo dazulassen. Und ja, ich würde mal sagen, reicht jetzt auch mit der Werbung, weil ganz ehrlich, so viel Werbung macht dann auch wieder keinen Spaß. Und ihr seht auf jeden Fall gerade im Hintergrund ein schöner Snipe von dem editierten Dude. Das Wort hat man eigentlich vor, was weiß ich, ein paar Jahren benutzt, aber ist ja auch scheißegal. Ich kann ja theoretisch machen, was ich möchte und der Versprecher ist gerade auf jeden Fall auch am Start. Ist ja auch echt egal. Es geht nur um das Gameplay im Hintergrund und um den epischen. Und ihr seht, er wird von hinten angeschossen und versucht hier zu bauen. Das mit dem Baum finde ich
Sieht auch extrem interessant aus, so als editiertes Teil. Keine Ahnung. Stellt euch mal vor, heutzutage so ein Ninja oder so, wie krass schnell die alle bauen können. Und wenn das damals so gewesen wäre, ich finde, das sieht auf jeden Fall extrem interessant aus. Auch hier mit dem Grenade Launcher, wie die Granaten direkt explodieren. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall extrem cool gemacht. Ich muss auf jeden Fall noch kurz in dieses Video reinbringen, dass ich in letzter Zeit relativ häufig auf Twitch livestreame. Auf Twitch heiße ich einfach Justin YouTube, also komplett ausgeschrieben. Da streame ich FIFA 19, da streame ich vielleicht mal wieder Call of Duty, weil in Call of Duty bin ich echt auch sehr gut. Also ja, ich weiß, iGlob stinkt, aber Platz 5000 auf der gesamten Welt im Team Deathmatch lässt nicht lügen, würde ich sagen. Und natürlich wird auch Fortnite gestreamt, weswegen ich auch Fortnite auf YouTube bringe, weil dieses Spiel natürlich nach wie vor extrem Bock macht. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die schreiben, ja, Fortnite macht sich kaputt, etc. Ich finde, es macht immer noch extrem Bock. Es ist scheißegal, was sie für ein Patch raushauen, was sie für ein Update raushauen, was sie aus dem Spiel rausnehmen. Wenn man die Freude am Spiel hat, dann hat man die Freude am Spiel, ganz einfach. Und mehr habe ich da, denke ich, auch nicht dazu zu sagen. Ihr seht auf jeden Fall jetzt gleich, wie er den letzten Kill holt, wie er gerade noch in die Zone sprintet. Man kriegt da ja bei dem Edit, also wie ich gesehen habe, keinen Zone-Schaden. Und ja, ich denke mal, er holt jetzt den Gegner auch. Und dann seht ihr, epischer Sieg. Sieht wirklich extrem nice aus. Stellt euch einfach mal vor, das wäre für die PlayStation 1 rausgekommen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.